Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Review, diesmal zu White Album 2. Und trotz der 2 im Namen ist es eine komplett eigenständige Geschichte und man kann gleich damit anfangen, denn es basiert auf der gleichnamigen Visual Novel, die schon eine komplett eigenständige Geschichte erzählt. Und ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum und fangen einfach gleich damit an. In White Album 2 geht es um Haruki und er ist ein noch relativ unerfahrener Gitarrist und eines der letzten Mitglieder im Musikclub, welcher sich total zerstritten hat. Als er eines Tages nach dem Unterricht mal wieder in den Musikraum geht, sich ans Fenster setzt und ein bisschen Gitarre üben will, hört er plötzlich von draußen ein Piano, welches sich ihm anpasst, und dann hört er auch noch eine zarte Frauenstimme, die dazu singt, und dann performen sie gemeinsam den Song White Album, obwohl sie sich gegenseitig eigentlich überhaupt nicht kennen und gar nicht wissen, mit wem sie hier gerade performen. Ab diesem Zeitpunkt versucht Haruki, die beiden zu finden und dazu zu überreden, zu ihm in den Musikclub zu kommen, und er möchte gemeinsam mit ihnen am Ende des Schuljahres auf dem Schulfest auftreten und eine tolle Performance abliefern. Was mich an White Album 2 etwas irritiert hat, ist, dass bereits die allererste Szene den Schulauftritt zeigt, und deswegen ist es kein Geheimnis, dass es schlussendlich zu diesem Schulauftritt kommen wird und dass die Pianistin Kazuha ist und die Sängerin Setsuna. Aber dieser Schulauftritt ist eigentlich auch nicht das Finale, sondern eher so der Mittelpunkt. Und bis zu dieser Mitte wird dann nochmal eine Rückblende gezeigt, wie es zu diesem Auftritt gekommen ist. Es ist eigentlich vielmehr eine Art Charaktereinführung, eine Charakterzusammenführung. Die Geschichte, wie Hiroki es geschafft hat, die beiden Mitglieder für sich zu gewinnen, wie er sie überzeugen musste. Und es ist eigentlich auch ganz interessant und kommt auch richtig gut rüber, sehr sympathisch. Und es ist eine tolle Charaktereinführung und die Entstehung einer Freundschaft. Und es wird eigentlich auch kein Hehl daraus gemacht, dass Setsuna zwar gut singen kann, aber dass es zum Beispiel niemals für eine Weltkarriere reichen würde. Und die einzige, die wirklich Talent hat, ist Kazuha, die von Anfang an als kleines Kind schon Piano geübt hat und auch viele andere Instrumente spielen kann. Und deswegen ist auch von Anfang an klar, dass es nicht irgendwie zu einer Weltkarriere wird und bleibt sehr bodenständig, was ich persönlich sehr toll fand. In der zweiten Hälfte von White Album 2 geht der Anime dann doch nochmal einen etwas anderen Weg, und ich finde, hier entfaltet der Anime erst sein wahres Talent. Denn es kommt zu einem Liebesdreieck aus Haruki, Kazuha und Setsuna, und es ist eigentlich bis hierhin nichts Besonderes, denn solche Liebesdreiecke hat man schon zu Dutzenden gesehen und die gab es auch schon vor Hunderten von Jahren. Aber ich finde es toll, dass es hier nicht so ein ewiges Hin und Her war, soll ich ihn jetzt ansprechen oder nicht, soll ich ihn das jetzt fragen, soll ich mir jetzt meine Liebe gestehen. Es waren eigentlich alles sehr direkte Dialoge und das fand ich sehr schön, und die Charaktere haben sich auch toll selbst reflektiert, ihre Taten hinterfragt, was ist mir wichtiger, die tolle Freundschaft oder doch eher eine Beziehung mit dieser Person. Oder die Frage, ob ich es akzeptieren kann, mit jemandem zusammen zu sein, der eigentlich noch jemand anderen liebt. Und so kam es halt wirklich zu jeder Menge toller Dialoge. Und diese Selbstreflexion habe ich einfach total gefeiert. Und auch, dass einige Charaktere dann doch sehr eigennützig handeln und es dann auch zugeben, ja, das habe ich eigentlich nur für mich selbst getan, fand ich toll, hat mir sehr gut gefallen. Und es war nicht diese glückliche Liebesgeschichte, die man schon tausendmal gesehen hat, sondern es war wirklich so eine Liebesdrama. Und dafür liebe ich diesen Anime auch. Und dann kam diese letzte Folge. Und wow. Wow, was sie sich da getraut haben. Das hat echt ein Lob verdient. Das war was Besonderes, wirklich. Ich habe damit einfach überhaupt nicht gerechnet, dass es tatsächlich zu so etwas kommt. Es war überraschend, es war schockierend, es war aber gleichzeitig auch faszinierend und ich war begeistert. Ich war begeistert, dass man so eine Szene in den Anime integriert hat, weil man damit einfach überhaupt nicht gerechnet hat. Und alleine für diese Szene in der letzten Folge liebe ich diesen Anime. Und ich bin mir sicher, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt und den Anime auch vorher gesehen habt, dann werdet ihr genau wissen, welche Szene ich meine, weil man kann sie eigentlich einfach nicht übersehen. Und ich kann verstehen, dass man sie vielleicht auch nicht mag, aber ich war von dieser Szene total begeistert. Auch wenn es dann schlussendlich zu einem relativ offenen Ende gekommen ist. Und ich muss im Großen und Ganzen sagen, die zweite Hälfte ist einfach ein grandioses Liebesdrama. Hat mir richtig gut gefallen. Die erste Hälfte ist immer noch gut, kann aber mit der zweiten Hälfte einfach nicht mithalten. Sie ist einfach die Charaktereinführung und so gesehen auch schon sehr wichtig für den kompletten Anime. Und ich kann den Anime klar empfehlen, wenn ihr ein Liebesdrama sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal hier reinschauen, weil hier getraut man sich tatsächlich über die Stränge rüberzuschlagen und das hat mir echt super gefallen. Und deswegen bekommt White Album 2 von mir auch 8 Punkte und ist damit ein sehr guter Anime. Und ich hoffe, euch hat es bis hierher gefallen. Ja Leute, das war's mit der Review zu White Album 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, was ich gern hab. Und wenn ihr die letzte Folge, die letzte Szene oder besser gesagt eine Szene aus der letzten Folge genauso geil fandet wie ich und auch so schockiert, begeistert und alles mögliche wart, dann schreibt's doch in die Kommentare, wenn ihr es auch gesehen habt. Und ansonsten war's das für heute. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.